Leona Lewis, Better in Time. 17:11 Uhr. Lukas Podolski in Kempen getroffen. Twix-Riegel in Dülken gemacht. Kühe in Stratum gemolken. Unsere Welle Niederrhein-Kinder-Ferienreporter, die können sich über mangelnde Erlebnisse nun wirklich nicht beklagen. Und in der kommenden Woche geht's natürlich weiter. Aber auch heute am Freitag war wieder eine Praktikantin bei uns. Ina Scheuren aus Lank. Auch sie hat als 14-Jährige etwas erlebt, was unter normalen Umständen mal so gar nicht klappt. Auf dem Frenzenhof in Fischeln durfte sie unter fachkundiger Anleitung etwas Motorisiertes bewegen. Ina, was war's? Ein Trecker. Also wir werden nachher damit eine Runde fahren. Bist du schon mal irgendwas Motorisiertes gefahren? Nein. Achim Frenzen, Ihnen gehört hier dieses Ungetüm. Wie viel PS? Was ist das für ein Fabrikat? Das ist ein Deutz und der hat 75 PS. Ist Treckerfahren denn schwer? Das Kuppeln, Schalten, Gas geben ist genau wie beim Autofahren. Und das Schwierige daran ist halt, wenn man auf der Straße fährt, dass man ein bisschen gucken muss. Hier so zum Üben. So ein Trecker kann ja auch sehr, sehr langsam fahren. Von daher denke ich mal, ist das machbar. Ina, nervös? Ja, ein bisschen. Warum? Ja, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, so wie das gemacht wird. Also. Achim und Ina, ihr macht das schon. Ich setze mich daneben in sichere Entfernung, okay? Okay. Gestartet wird er mit dem Schlüssel, genau wie das Auto. Ja, ordentliches Geräusch, Ina. Traust dich hoch? Ja. Okay, auf geht's. Was musst du ungefähr machen? Erst die Kupplung treten und dann den Keilhebel loslassen. Und dann ganz langsam, ne? Ja. Sonst ist dein Praktikum sehr schnell vorbei und endet in der Hauswahl. Nee, danke, das hatte ich nicht vor. Okay, auf geht's. Der läuft also ganz langsam und mit diesem Hebel 1. Guck mal, wo die 1 ist. Und jetzt ganz langsam die Kupplung loslassen. Das geht lang. Kupplung ist ja keine Bremse. Langsam, jawohl. Lenken kannst du auch. Du weißt ja, wo es hingeht. Was ist das für ein Gefühl jetzt, das erste Mal, dass du fährst? Ein bisschen komisch, aber irgendwie schon lustig. Vor allen Dingen müssen wir genau lenken. Wenn du jetzt so weiterfährst, ist gleich die Mauer platt. Nee, drehen. Hier. Lenke. So. Da war die Mauer schon recht nah. Wissen alle Bescheid, jetzt wird's gefährlich. So, jetzt kannst du auch mal mit deinem Fuß auf das Gaspedal treten. Dann hast du wenigstens schon mal ein lauteres, schnelleres. Ja, ja. Dann hört sich das wenigstens schneller an, wenn es noch nicht viel schneller wird. Langsam. Oh, jetzt wackelt's. Wie fühlt sich das denn an, so viel Power unterm Hintern? Naja, ist ein gutes Gefühl. Das ist das erste Mal, dass ich sowas fahre, also. Und dann die Bremse mal, die große. Das hier. Jawohl, beides treten. So, jetzt ist Kupplung. Hier die Kupplung, hier treten. So, ist gut. Das war's? Ja. Okay, dann kurzes Fazit. Achim, wie hat's sich geschlagen, die Ina? Ja, fürs erste Mal hervorragend. Ist ja auch nicht so ganz einfach auf so einem Ungetüm, wenn man das noch nicht kennt, aber war schon ganz gut. Ina, dein Fazit, wie war's? Es war eigentlich gut, wo nachher, wenn man weiß, wie es geht. Und jetzt machst du einen Trecker. Das weiß ich noch nicht. Viel, viel Adrenalin bei unserer Kinderferienreporterin und auch bei Achim, der als Fahrlehrer einen richtig guten Job gemacht hat. Nur danach musste er das T-Shirt wechseln. So durchgeschwitzt war er. Ich übrigens auch. Bin Christian Lach. Schönes Wochenende. 17:14 Uhr.